Joho, Sims 4 Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Sims 4 Staffel 5 in unserer super großen Sims Welt mit unglaublich vielen verschiedenen Charakteren und Geschichten und Familien, die wir alle inzwischen doch echt ganz gut kennen. Ich finde das faszinierend, wie sich sowas entwickeln kann. Und ich finde es faszinierend, immer wieder zu lesen, dass ihr das Gleiche mit euren Sims-Familien angefangen habt, weil euch das so viel Spaß gemacht hat. Und durch das Let's Play hatte ich halt auch mal wieder die Gelegenheit, so eine richtig aufwendige Sims-Familie zu haben. Das hatte ich bei Sims 3 immer so nebenbei, aber da habe ich halt auch noch nicht gearbeitet, so exzessiv gearbeitet, sagen wir es einfach mal so. Dass ich die Zeit und die Möglichkeit hatte, mich darum zu kümmern, eine Sims-Familie jeden Tag zu spielen und weiterzuentwickeln und viele verschiedene Sims-Familien dazu zu gestalten. Und es hat schon viel Spaß gemacht. Manchmal vermisse ich Sims 3 für diese Vielfalt. Allerdings, die Grafik und die Bugs sind einfach nicht erträglich und die Grafik hier ist einfach auch so viel schöner und die Möglichkeiten mit dem, untereinander quatschen mit den Sims ist auch so viel angenehmer. Kleine Info vorweg, der Wahlkampf zieht sich ja wie gesagt bis ins neue Jahr, beziehungsweise endet quasi mit Silvester. Da gibt es dann auch zu dem Dreh die Special-Folgen dazu. Wir werden jetzt ein bisschen auf die weihnachtliche Zeit auch bei den Sims eingehen, auch wenn wir immer noch keine Wintermod haben, weil die aktuell noch nicht aktualisiert ist. Die hatte mich ziemlich gebuggt und ziemlich geglitscht, weswegen die Erstellerin oder der Ersteller das wieder runtergenommen hat. Und tja, unsere Sims haben dann halt dieses Jahr keine weißen Weihnachten, wir ja auch nicht, also nicht überall zumindest. Und ja, ihr hattet euch gewünscht in den Kommentaren, dass wir uns ein bisschen mehr noch um diese Familie kümmern, auch um Sina kümmern. Unsere Sina, die, wie ihr angemerkt habt, vielleicht sich von ihrer Schwester tatsächlich stärker distanzieren möchte. Stärker noch von diesem Vampirismus ihrer Schwester distanzieren will, damit man sie auch nicht immer mit ihr verwechselt. Und das finde ich ehrlich gesagt ist eine sehr spannende Idee. Sie steht ja ganz glücklich in ihrer neuen Wohnung, kann es vermutlich noch gar nicht ganz fassen. Und haben wir einen Spiegel hier in der Wohnung? Wir müssen hier noch einen Spiegel organisieren, Mädchen. Moment, Leute. Tada, da ist auch ein Spiegel, denn ich möchte gerne etwas machen, das sich da nennt Sim bearbeiten. Unsere Sina sieht schon ziemlich lange so aus und jetzt startet ein neuer Lebensabschnitt für sie. Und da muss ich sagen, gehört natürlich auch ein Umstyling dazu. Oh, Umstyling! Entschuldigung, ihr wisst das, ich liebe das, Sims zu gestalten und umzustylen. Und ja, ich werde gucken, dass wir jetzt zur Weihnachtszeit, vor allen Dingen, weil ihr voll Bock drauf habt, noch ein paar weihnachtliche Designs reinkriegen. Aber ich würde auch gerne so ein paar Sachen mehr in Richtung Silvester machen, denn wir haben bis jetzt immer Weihnachten recht groß bei Sims gefeiert. Ich würde dieses Jahr ganz gerne mehr Fokus auf Silvester legen, weil ich finde, dass dieser neue Lebensabschnitt, der dann da auch beginnen wird, ich habe Dinge geplant, Entschuldigung, sehr interessant werden wird. Und deswegen wird das unser großer Special Point bei Sims 4. Weihnachten eher weniger. Das wird eher so klein und fein im Stillen für jeden sein. Wir werden allerdings mal gucken, wie jeder Weihnachten feiert. Und Sina Zitterstein könnten wir ja durchaus auch dann schon so ein bisschen weihnachtlicheres Make-up verpassen. Sie trägt dicke Zöpfe. Sie könnte ihre Haare natürlich auch schwarz und offen tragen. Wobei ich mir bei ihr vorstellen kann, dass sie kurze Haare trägt jetzt. Dass sie halt einfach sagt, nee, ich mache das alles neu für mich und dass sie ihre Haare komplett anders stylt, dass sie halt kurze Haare trägt. Wir haben gar nicht mal so viele Sims mit kurzen Haaren oder halt mit einem Undercut. Oh mein Gott, Girl! That's fabulous! Die hat auf dem Kopf mehr Haare als ich auf dem gesamten... Also hier da oben hat sie mehr Haare als ich hier im gesamten... Wow. Bisschen neidisch. Bin ein bisschen neidisch gerade, Mädchen. Steht ihr ausgesprochen gut. Kann sie definitiv tragen. Um sich stärker von ihrer Schwester abzuheben, könnte sie natürlich auch sagen, sie trägt Brille. Und wir können nicht jedem diese coolen, hippen Brillen verpassen. Und die hier ist echt süß. Die ist auch nicht schlecht. Ah, das lässt sie zu alt aussehen. Nicht, dass das jetzt was Negatives ist, sondern es ist so, passt nicht zu ihrem Typ. Die Vendetta-Brille ist jetzt auch nicht. Oder es ist was, nee, Bayonetta-Brille. Genau, Vendetta. Ich verwechsel das immer miteinander, weil der Sprachstamm gleich ist und ich blöd bin. Dennoch lieber richtig long lashes und ein ganz anderes Make-up. Können wir sie vielleicht so ein bisschen in die punkigere Richtung drücken? Sofern das Goth mehr Richtung Punk? Wäre das was? Ich weiß es nicht. Der Schmink rund um die Augen, so ein bisschen halt. Ich würde es jetzt nicht so stark übertreiben. Mit ihren Augenhöfen steht ihr das zwar sehr gut. Boah, das ist halt schon eine geile Farbe. Na, das ist halt schon...
Nicht übel. Oh ja, hier kommen wir in die Smoky Eye-Bereiche rein. Das wollte ich. Smoky Eye, aber in einer anderen Farbe. Hier dieses leichte Blau dazu. Unglaublich gut. Der Lippenstift. Boah, da bin ich jetzt gar nicht mal so für so viel Lippenstift. Oh, sie erinnert mich total stark an jemanden. Gerade mit den kurzen Haaren jetzt. Und ich kann nicht sagen, an wen. Dann lieber hier sowas Dezentes. Oh, das ist voll gruselig. Sie sieht jemanden, den ich kenne, ähnlich. Toll, und ich kann mich nicht erinnern. Wer? Weil ich so ein schlechtes Namensgedächtnis habe und sowieso. Mein Gehirn ist halt nicht das leistungsfähigste. Ne? Aber das macht ja auch nichts. Hier so ein leichter Hauch mit dem Blau. Frostig. Das kommt so ein bisschen in so einen Cyberpunk-Style durchaus mit hinein. Ich würde ja jetzt auch andere Kontaktlinsen passend dazu verpassen wollen. Sie trägt halt Kontaktlinsen, ne? Das hier sind ihre natürlichen... Oh, ihre natürlichen Augen gehen halt auch voll klar. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie halt leidenschaftlich gerne Kontaktlinsen trägt. Auch diesen gewissen Style zu unterstreichen. Ich finde das echt ohne Lippenstift besser. Und die Ohrringe, da müssen wir so einen extravaganten haben. Ja! Geil! Krass! Voll gut! Wieso sage ich eigentlich in letzter Zeit so auf geil? Yeah! Gibt es irgendeinen Grund dafür? Kann man irgendwie eine Ausdruckskrankheit bekommen, dass man bestimmte Wörter mal wieder benutzt? Ja, wir wollen es jetzt nicht übertreiben. Wir müssen übrigens noch unserer Frau Wutterzatte, wie nennen wir das? Einhorn-Vampir-Rainbow-Mädchen, einen passenden Hund verpassen. Das habt ihr euch gewünscht, das machen wir auch noch. So, ja, Punker. Das ist so die 90er, in denen ich aufgewachsen bin. Hatten welche? Can't remember. Ich würde es jetzt eher in tatsächlich auch so ein bisschen in den 90er-Style drücken wollen, wenn ich es hinkriege. Damit fühle ich mich am wohlsten. Damit kenne ich mich ein bisschen aus, leider. Okay, das ist... Wow, nee. Oh, das kann sie halt echt auch tragen. Das ist zu jugendlich. Das hier war schick. Das steht hier voll. Das kann sie vor allem mit dieser Haarfrisur super gut tragen. Das erinnert mich an Sims 3 Into the Future. Ich vermisse dieses Let's Play. Oh, das hier in Gelb gefällt mir. Gibt's nicht zufällig? Leider nicht mit einem schwarzen Unterton. Können wir das hier in Blau nehmen? Es ist nicht winterlich, wollte ich nur mal nebenbei erwähnt haben. Das lässt sie sehr nackig aussehen. Das war jetzt auch nicht so gedacht. Ich guck mal ein bisschen rum, ich finde schon was. Ich weiß, dass Franz bei diesem Oberteil immer wegrennt und sagt, wie kann man so etwas tragen? Aber ich finde es ehrlich gesagt sehr 90s und teilweise so dezent punky. Durchaus. Den Rock würde ich dazu jetzt überhaupt nicht ändern wollen. Leggings. Ah, oh, Kätzchen. Ja, vielleicht kann man da was machen. Okay, das ist zu 90er. Damit kriegst du ja... Nee, das geht gar nicht. Nein. Ganz normale Netzstrumpfhosen. Schwarz vielleicht. Ja, das passt auch sehr gut zu ihrem... Sie hat ja ein sehr punkiges Tattoo. Ne, eigentlich mehr so ein eine Cyber-Tätowierung. Und das passt doch so zu ihrem Style ganz gut. Ich weiß nicht, ob wir ihr noch eine Tätowierung verpassen können, eine neue. Ich könnte mir das bei ihr voll gut vorstellen. Auch, dass sie mehr Tätowierungen hat. Oh Gott, die sind ja scharf. Das passt jetzt nicht unbedingt dazu. Zumindest bei mein Geschmack schreit da und sagt, nee. Da auch immer noch. Das hier eher, weil da die Füße so ein bisschen rausgucken. Oh, die hier sind geil. Die kommen doch gut, oder Leute? Das ist doch nice. Ja, und dann müsste es hier halt sowas Abgefahrenes dazu sein. Aber eigentlich in der richtigen Farbe und nicht in sowas. Ha. Vielleicht doch eher das hier. Oder vielleicht doch eher das hier. So, können wir mehr Tätowierungen hinzufügen? Können wir. Oh ja, ist das gut. Ah, wir können das nicht kombinieren. Oh, schade. Ah, oh, das hätte ich sonst kombiniert. Das wäre echt cool gelaufen. Aber hier auf dem Arm können wir das dazu hinzufügen. Ja, das ist cool. Oh, wie cool. Das haben sie hinzugefügt. Das ist ja schön. Sie können sowieso ein paar mehr Tätowierungen mal ins Spiel hinzufügen. Ach, das überschreibt das... Oh, ist das blöd gemacht, EA. Ich habe mich gerade gelobt. Oh ja, das passt sehr gut dazu. Man soll sie nicht loben, ne? Das hier hinten finde ich ziemlich cool. Dann ist das hier vorne, ist das too much oder... Nee, das passt zu ihr. Das passt zu ihr sogar außerordentlich gut. Gefällt mir. Noch andere Dinge, die man ändern könnte, vielleicht das... Ausgeh-Outfit. Ja, Leute. Also da muss ich mal kurz ran, Momente mal.
Also ich habe jetzt ganz viel durch und das ist das Einzige, was funktioniert. Wir haben ja hier auch zwar diese futuristischeren Designs. Das da, aber das geht gar nicht. Tut mir leid, aber das geht gar nicht. Das hier geht voll klar, aber alles andere geht gar nicht. Ja, Sportklamotten, das ist in Ordnung. Ah, oh, die Schlafklamotten, da können wir vielleicht auch gerade nochmal was ändern. Da könnte ich mir eigentlich vorstellen, dass sie so einen Pulli trägt. So einen etwas längeren... Einen etwas längeren Pullover. Gehen wir mal aus der Nachtwäsche raus. Also ich trage tatsächlich auch gerne Pullover zum Schlafen. Nicht ganz so dicke Dinger. Aber ich trage echt ganz gerne Pullover zum Schlafen. Ich finde es immer sehr bequem. Vor allen Dingen, wenn man morgens auch noch rumlaufen kann. Mit so einem langen Pullover eigentlich wesentlich länger. Sodass der halt noch über den Schlüpfer drüber hinausgeht. Man kann halt auch ein bisschen rumlaufen. Man muss sich nicht sofort umziehen, wenn man das Gefühl hat, oh, ich laufe in meinem Schlafanzug rum. So, und ihre Weggehkleidung. Nee. Dann haben wir mit dem hier unten drunter fast schon das Richtige. Ach ja, richtig, wir hatten ja auch das hier. Da gab es auch diese super coolen Aufdrucke. Die Vampire-Aufdrucke. Ach, die verschiedenen Stimmungen konnte man hier drauf packen. Ja gut, vielleicht zur aktuellen Weihnachtszeit tatsächlich. Das sieht ja so ein bisschen aus nach so Weihnachtsfestival-Charakter. Das kann sie tragen. Ihr hattet auch in die Kommentare sehr viele Vorschläge geschrieben, so zum Thema, hey, was könnte denn die Sexualität von den Zwillingen sein? Und viele haben gesagt, man soll sich einfach überraschen lassen, was passiert, wie sich die Dinge ergeben. Don't force it. Und da bin ich auch der Meinung. Das werden wir einfach sehen, wie sich das ergibt. Ich denke ja auch nicht über meine Sexualität nach. Wir sollten dann vielleicht auch manchmal nicht so viel über die Sexualität der Sims nachdenken. Aber war mal eine spannende Frage. War interessant, darüber nachzudenken, was man so empfindet, wie man das so denkt. Die Halskette. Das waren ja, die Halsketten waren früher da, damit man die Zwillinge unterscheiden kann. Das ist nun nicht mehr notwendig. Das ist nun nicht mehr notwendig. Allerdings muss ich nochmal ans Make-up ran. Ja. Schon viel besser. Ja, das sind jetzt ihre Ausgehklamotten. Und ich weiß auch, das ist ein bisschen Semi-Winter-Style. Hahaha. So ist es halt. Ich hätte erst überlegt, jetzt ein bisschen was Weihnachtliches anzuziehen, aber I don't see this. Und dann muss es ja auch nicht sein. Also sie ist auf jeden Fall cool. Hast du noch irgendwie ein zweites Outfit? Nein. Dann ist ja alles gut. Nee, sie ist auf jeden Fall cool damit. Ja, da können wir natürlich auch noch den Ohrring hinzufügen überall. Der Ohrring macht's halt, ne? Diese Asymmetrie, die sich dadurch ergibt, verleiht ihrem Charakter diesen frechen Charme. Richtig cool. Gefällt mir richtig gut. Sina Zitterstein, du bekommst jetzt auch noch ein paar neonfarbene Highlights in deine Wohnung gesetzt. Und dann haben wir auch wieder einen sehr spannenden neuen Charakter erschaffen. Also ich meine, ein alter Charakter neu erschaffen. Und sie wird eventuell auch mit ihrer neuen Energie und ihrem neuen Elan vielleicht auch unsere bisherige WG und unsere bisherigen in ihrem Alltagstrott hängenden Sims ein bisschen aufrütteln. Die hängen ja jetzt gerade alle in der Schwebe voller Angst, was jetzt politisch passieren wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch so ein bisschen, bisschen geschockt. Teilweise würfel ich aus, was gewählt wird. Beziehungsweise schließe bestimmte Parteien aus, weil ich sage, das passt zu den Sims gar nicht. Und dann würfel ich aus und da kommt sehr oft eine Partei bei rum. Wenn die gewinnt, wird es wirklich seltsam. So, wie sieht das denn jetzt hier oben in deiner Wohnsituation aus? Also die Wohnung passt ja schon mal zu ihr, ne? Kannst ja sagen, was du willst. Ja, das ist halt schon cool. Da wollen wir doch mal gucken, ob ich vielleicht noch ein paar geniale Akzente setzen kann, Leute. Momentchen. Ich wage mich gerade an ein ganz anderes Farbschema. Ihre Ohrringe und ihre Gestaltung mit diesen Grüntönen haben mich dazu inspiriert, Grüntöne herauszuholen aus dem Creative Sim in den Baumodus. Ich benutze nämlich super selten Grün zum Einrichten. Super selten und ich finde das sehr interessant. Das ist so dieser giftige, in meinem Herzen pochende Slytherin-Style. Ich verbinde Grün einfach immer damit. Ich bin als Kind mit Harry Potter aufgewachsen, oder als Kind, als Jugendlicher mit Harry Potter aufgewachsen. Und ich muss sagen, dass die Farben des Buches ganz stark auch mein Farbempfinden geprägt haben. Ich finde das sehr spannend, wie die unterschiedlichen Einflüsse unserer Entwicklung, die Bücher, die wir lesen, die Filme, die wir sehen, unser Empfinden das gesamte Leben lang beeinflussen. Zum Beispiel habe ich jetzt Star Wars gesehen die Tage
Und das hat mich halt sofort wieder in meine Kindheit zurückversetzt, weil ich kann mich sehr, 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 sehr gut an das erste Mal erinnern, als ich die ersten Star Wars Filme gesehen habe. Und meine Güte, da war ich schon so ein bisschen flashed. Das hat mich voll dahin zurückversetzt. Das war richtig krass. Okay, das sind so Halloween-Dinger. Ich jetzt nicht hier. Was ist das? Okay, das wäre so Weihnachtsdinger. Ich hätte gerne noch was für die Wand. Irgendwas Spannendes. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass mir die Wohnung echt sehr gut gefällt. Ich habe jetzt nur ganz schnell ein paar Kleinigkeiten hinzugefügt, die das Ganze so ein bisschen aufgepeppt haben. Und dieser knallgrüne Boden hilft extrem, um hier ein bisschen Power reinzubringen. Und ich habe ja wirklich nur so ein paar kleinere Details hinzugefügt. Und bin mit diesem Grün und diesem Mintgrün und auch mit dem Gelbanteil davon sehr zufrieden. Und ich finde, die Wohnung passt echt gut zu ihr. Das ist echt cool. Tja, ich mag das. Das ist genau das, was ich wollte. Sina hat einen stärkeren eigenen Charakter bekommen. Das war so mein Ziel. Und das war auch von euch in den Kommentaren gewünscht. Es ist immer sehr schön, wenn ich Dinge umsetzen kann, die ihr euch wünscht, die das Let's Play wirklich um einiges erweitern. Tja, mit ihrem Freundeskreis können wir uns ja auch mal ein bisschen kümmern. Also, wir sind mit Gucci ganz gut befreundet, aber irgendwie, ne? Also so, außer unseren alten Freunden kennen wir wenig Leute. Mit Akito sind wir echt noch sehr dicke. Mit Steve auch. Da könnten wir echt mal vorbeischauen. Die Sam Alina ist auch echt eine gute Freundin. Kevin! Das sind alles noch Teenager. Sam Alina nicht mehr. Die ist ja auch inzwischen eine Erwachsene. Der Vector, das war, glaube ich, auch noch ein Teenager, richtig. Der Ute. Sam Alina von nebenan, mit der sind wir echt ganz cool noch befreundet. Das finde ich interessant zu wissen. Die können wir ja mal eine SMS schicken. Und ja, um Chrissy können wir uns auch mal kümmern, eventuell ein bisschen intensiver noch, um zumindest ihre Teenager ich näher kennenzulernen. Oder wir sparen uns das auf und sind gar nicht mal so intensiv in der Story drin, was Chrissy angeht. Weil wenn wir irgendwann mal eine neue Staffel starten mit Chrissy mit als Hauptcharakter, ist es umso besser, wenn wir keinen großen Hintergrund haben, um den wir uns kümmern müssen, sondern viele Dinge recht frisch anfangen. Und das ist ja auch mal wieder recht spannend. Finde ich ganz cool. Auf jeden Fall könnte Sina für Chrissy auch eine Bereicherung sein. Also so als pseudo-große Schwester mäßig. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich würde auch nicht behaupten, dass sie jetzt ein negativer Einfluss ist oder sowas. Ja, der punkigere Einfluss, ein bisschen rockiger, aber auch sehr selbstbewusst. Und Jacob, es macht mich wahnsinnig, dass du deine... Was wollt ihr? Ihr wollt... Wo wollt ihr denn Fernsehen gucken? Kinderkanal. Aber... Das geht nicht. Das ist nicht eure Wohnung. Da könnt ihr nicht rein. Auch wenn alle mal gerne das... Oder wo geht ihr jetzt? Seht ihr? Das funktioniert nicht. Das habe ich doch gleich gesagt. Outfits. Kleidung ändern. Zieh doch mal bitte hier... Ist halt schon ein bisschen älter, der Jacob. So, wo ist jetzt... Wie er lacht. Sehr gut. Ja, komm, es ist spät. Ihr könnt echt auch mal schlafen gehen. Chrissy, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Natürlich nicht. Dann kannst du das jetzt gleich noch erledigen. Oh, der Weihnachtsbaum sieht schon richtig schön aus. Ja gut, dass wir hier oben keine Weihnachtsdeko finden, ist klar. Und bei Svenja und Alento glaube ich auch nicht unbedingt daran, dass da... Vielleicht steht da ja kein Weihnachtsbaum, sondern eine Menorah, ne? Also vielleicht, ne? Also, was soll ich sagen? Ah, okay. Ach cool, das ist richtig original gemacht, so dass man die entsprechend, nein, nicht, das, ach, oh, wie geil! Das bedeutet, wir können das entsprechend des Datums richtig anzünden und das haben sie echt schön gemacht. Okay, Leute, mit dieser Familie bin ich aber, glaube ich, jetzt erstmal durch. Wir haben ein bisschen Charakterentwicklung gemacht. Wir haben noch, oh Gott, ich glaube, 3 Familien vor uns, die wählen müssen. Dann gibt es so eine allgemeine kleine Übersicht, was los ist. Dann geht es nochmal in die Auszählung all der ganzen Sachen. Wir werden uns intensiver mit Rohan und auch mit unserer WG beschäftigen. Und zu Silvester gibt es dann das Special und zwischendrin wird es von mir ein paar Baufolgen geben, ein paar Creative-Sim-Folgen, ein paar Townies zu gestalten. Ich werde auch noch ein paar Politiker gestalten, die interessant sein werden für die nächsten Stunden und Tage und Wochen. Und ja, ich bedanke mich jetzt erstmal wieder recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal bei Die Schlimms 4. Und manchmal ist das einfach nur Schlimms. Also es hat ja heute nicht krass gebackt, aber... Ich kann euch sagen, das Dschungelcamp aufnehmen ist eine Sache von, wow. Also eine Aufnahmesession dauert meistens 1,5 Stunden und das einfach nur wegen Bugs. Und dann muss ich das auch noch 3 Stunden schneiden. Für eine halbe Stunde Folge.